Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gebet bringt uns auf die Ebene, wo genau das ist, was wir brauchen. Und wenn wir auf der Ebene sind, wo wir mit Gott Herz zu Herz reden können, dann wissen wir automatisch, dass alles möglich ist. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wie im Himmel, so auf Erden. Da hast du dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, warum ist auf der Erde so schwer? Stimmt's? Warum ist das so schwer? Oh Gott, wieso hast du mich nicht gleich in den Himmel hineingeboren und alles wäre rum? Ja, das wäre ja eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber Gott wollte das nicht so, wisst ihr, ich kann schon vorwegnehmen, Gott will eigentlich, dass er durch dich leuchten kann, dass du ein Werkzeug bist für diese Menschheit. Und das ist das, wo wir eigentlich hinkommen sollen und auch hinkommen müssen. Und wir lesen da in Epheser 1, Vers 3, Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reichlich beschenkt. Und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Durch Christus, durch Jesus, durch das Kreuz hast du Zugang zu Gottes Welt oder zu Gottes Reich, möchte ich sagen. Gottes Welt könnte missverstanden werden. Zu Gottes himmlischer Welt, um bei dem Bibeltext zu bleiben, zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Du hast nicht eine Payback-Karte oder für irgendwie ein Kaufhauszutritt oder irgendwie eine Bahncard, wo du 50% Rabatt bekommst. Nein, du hast wirklich den Zugang bekommen in die himmlische Welt. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. In einer anderen Übersetzung heißt es, zu aller geistlichen Segnung im himmlischen Ort Zugang bekommen, zu aller geistlichen Segnung. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Und wir haben heute nicht Karfreitag, aber im Prinzip ist für uns jeden Tag eigentlich Ostern. Als Christen ist für uns jeden Tag eigentlich Ostern. Und wenn wir eins sehen, also als ich heute hier reinkam, wisst ihr, diese Steine hier hinten, das sind Steine, die von Jerusalem sind. Das war mal Erdreich oder ja, Steinreich oder Felsen von Jerusalem, das kommt aus einem Steinbruch von Jerusalem. Die Steine hier hinten, wo das Kreuz davor hängt, haben es erlebt, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, haben diese gebebt. Und ich möchte jetzt nicht, dass wir jetzt alle hingehen und die Steine küssen oder die Steine streicheln oder sonst was tun, aber das sind wirklich Zeugen, dass es passiert ist. Und ihr Lieben, und davor hängt das Kreuz, das leer ist, weil Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und er hat den Sieg nicht gemacht, dass wir irgendwo eine Religion haben oder irgendwas, ein Kreuz haben, wo wir in die Kirche reinhängen. Nein, er hat es gemacht für dich. Er hat es gemacht, dass du die Lösung hast für dein Leben. Die Lösung für dein Leben, die du brauchst. Und jede Lösung liegt für dich bereit. Jede Lösung liegt für dich bereit. Und deshalb bist du auch heute wahrscheinlich hier, um zu hören, wie komme ich da ran? Und ihr Lieben, wie ich schon vorher sagte, die Erde ist kein Spielfeld, sondern die Erde ist
ein Kampffeld. Wir haben zu kämpfen. Wir wissen den Sieg Jesu, dass er da ist, dass es für uns getan hat. Wir wissen aber, dass es auch einen Satan gibt, der uns der Gegenspieler ist, der uns immer ärgern möchte, der uns ablenken möchte, der immer ein Stückchen, ja, immer uns, ja, missmachen möchte, der dir immer wieder sagen möchte, du bist nicht so gut, du hast noch keine Sündenvergebung, ja, Gott hat schon vergeben, aber dir nicht und so weiter, all diese Dinge. Und das ist uns oftmals größer wie die Erlösung für den Herrn. Was mir in Israel, wo wir waren, so aufgegangen ist, Gebet bringt uns auf die Ebene der Lösungen. Und ich saß im Flieger, wie kann ich das bildlich darstellen? Und da kam mir im Flieger echt die Idee, schau doch mal nach so einem Kinderparkhaus mit einem Aufzug. Und deshalb ist das da. Und ich möchte euch jetzt wirklich nicht mit Autos vergleichen, oder so, aber ich möchte euch das wirklich mal so darstellen, wie mir das auf dem Herzen liegt. Ihr Lieben, auf der obersten Ebene, die wir erreichen können, da ist alles, was man braucht. Denn Jesus hat alles für uns bereitgelegt. Er muss nichts mehr machen. Am Kreuz ist alles passiert, alles ist da, jede Lösung ist da. Und das habe ich mit diesen Diamanten, die ich mal meiner Frau ausgeliehen habe, die möchte ich das darstellen. Das sind aber nicht, dass manche meinen, guck mal, wo es missionsweise Geld hat. Nein, sind keine echten. Ja, aber dass es hier dargestellt wird. Und dann sind es die verschiedenen Ebenen. Und wenn man jetzt sieht, ihr Lieben, ich habe hier extra Gebet draufschreiben lassen und hier ist ein Aufzug. Und ihr Lieben, das ist der Bereich, wo wir eintreten ins christliche Leben. Wir entscheiden uns dafür. Und da gibt es so verschiedene Ebenen. Und wenn ich unten in dieser Ebene bin, da kann ich schnell raus, ich kann wieder rein und kann hier rum. Und da unten ist ziemlich viel Umtrieb. Aber wenn ich im Gebet, wenn ich höher möchte, ist das nicht, ich bin Christ und alles ist gut. Das ist die untere Ebene. Ja, ich bin Christ, Herr, mach doch, wie du willst und alles gut. Nein, aber wenn ich bete, ihr Lieben, komme ich immer höher in andere Ebenen hinein. Und ich glaube, das haben wir Christen alle schon erfahren, dass wie nach so einer Gebetsnacht oder irgendwo, dann haben wir auf einmal, sagen wir, auf diesem Niveau möchte ich bleiben. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Herr, ich danke dir, dass ich endlich dort bin. Kennt ihr das? Und Gebet bringt uns auf die Ebene, wo genau das ist, was wir brauchen. Und ich möchte jetzt nicht jede Ebene durchmachen, aber die höchste Ebene und ihr Lieben, oben, da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, da kommen wir hin durch Gebet und auf dieser Ebene bekommst du genau das oder ist das da, was du brauchst. Da unten schreien wir vielleicht, Herr, wirf mal was runter. Wirf mal was runter von deiner Güte, wirf mal was runter. Lass mich doch mal irgendwas erleben, wirf mal was runter. Und wenn du aber hier oben bist, wenn du hier oben bist, kannst du zugreifen. Du kannst zugreifen und kannst sagen, ich nehme jetzt mal den Großen, der ist so schön, und sagen, ja, auf das ist meine Lösung. Die Lösung, auf die ich schon lange gewartet habe. Die Lösung hast du aber nicht, wenn du drunter bist, da bist du nahe dran. Aber durch Gebet kommen wir immer näher auf die Ebene, wo alles möglich ist. Und ihr Lieben, wir sollen auf diese Ebene kommen, wo alles möglich ist. Und ich wünsche heute Nacht jedem, dass jeder auf diese Ebene kommt, dass du nicht sagst, Daniel oder Isolde oder Kai oder Rahel, ja, was soll ich tun, sondern dass du in die Augen des lebendigen Gottes schaust und sagst, danke. Hier liegt ja alles, was ich brauche. Danke, danke, das ist genau das, was ich brauche. Und ihr Lieben, das ist das Wichtige, dass wir auf diese Ebene kommen. Und wenn wir auf dieser Ebene sind und kommt wieder der Alltag, wisst ihr, und dann passiert das, was ich hier demonstrieren kann, dann sind wir wieder ein Stock tiefer.
und sagen, ach ja, wieder alles, ach, alles so schwer und auch wieder meine Kollegen und der Chef, der kommt auch schon wieder rein. Und dann sind wir wieder und ich sage dir, ich möchte an diesem Beispiel demonstrieren, egal wo, auf welcher Ebene du bist, im Gebet kommst du auf diese Ebene, wo du das empfängst, was du brauchst. Und das wollte ich euch jetzt so ein bisschen bildhaft darstellen. Es gibt auch Menschen, die betteln und betteln, wisst ihr, wenn Menschen betteln bei Gott, zeugt es davon, dass sie nicht wissen, was auf der Ebene als Erbe für sie bereit liegt. Ich sag dir, du bist Erbe von allem, was Jesus für dich bereitgestellt hat. Und das ist da. So viele sind auf dieser Ebene und sagen, ich bin Christ, aber Erbe, ich weiß nicht. Und wie ich schon sagte, Herr, wirf mal was runter, wenn was da ist. Nein, wir sollen auf die Ebene kommen, auf die Ebene, wo wir sagen, danke Herr. Oh, ich sehe all diese Köstlichkeiten. Ich sehe all das und das ist das, was wir erleben. Und wenn wir betteln und betteln, dann wissen wir eigentlich nicht, was Gott eigentlich für uns durch Jesus bereitgestellt hat. Er hat alles für dich bereitgestellt. Gebet öffnet die Schleusen des Himmels. Das ist so ein Slogan, was aber auch stimmt. Gebet ist der Aufzug in Gottes Nähe. Und ich sage dir, wenn wir heute Nacht beten, Gebet ist der Aufzug in Gottes, auf Gottes Ebene, wo wir dann wirklich sehen, was da möglich ist. Auf diese Ebene. Und ihr Lieben, wenn wir auf der Ebene sind, wo wir mit Gott Herz zu Herz reden können, dann wissen wir automatisch, dass alles möglich ist. Und das sollte unser Lebensstil sein, immer zu schauen, wenn wir auch ein Stückchen mal wieder runterkommen, immer wieder zu schauen, dass wir wieder dieses Niveau erreichen. Nimm dir auch im Tag eine Zeit, wo speziell nur für Gott da ist, weil das ist eigentlich die allerwichtigste Zeit. Und ich sage dir, mach das zum Lebensstil. Im Gebet empfange ich, was Gott mir schon bereitgestellt hat. Ihr Lieben, Gott hat alles. Es ist alles da. Aber wie können wir es holen? Und da ist das Gebet wichtig. Das Gebet, danke Herr, für alles, was bereit liegt. Und du kannst auch all diese Mächte, die dich irgendwo bekämpfen und all das, was dich bekämpft, kannst du im Gebet widerstehen in dem Sieg Jesu Christi. Und das ist das Wichtige. Im Gebet, ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir Verheißungen können. Und ich habe letzt jemand predigen gehört, die Frau hat gepredigt, dass es 8000 Verheißungen in der Bibel gibt. Ich habe sie nicht nachgezählt, die Zeit hat nicht gereicht. Aber es sind viele Verheißungen. Und da ist, ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir diese Verheißungen nehmen und sagen, das, was Gott versprochen hat, das gibt er mir auch. Das, was schon mal geschehen ist, das wird auch bei mir geschehen. Amen. Oder wenn du ein Zeugnis hörst, wir haben ja so viele Zeugnisse, wie wir es auch im Internet stehen haben. Nimm diese Zeugnis und sag, Herr, das, was du an dieser Person getan hast, ist ziemlich meine Situation. Tu es an mir, ich glaube es. Sage, Herr, ich bin bereit zum Empfangen. Wollen wir das mal zusammen sagen? Herr, ich bin bereit zu empfangen. Amen. Ja, und das ist wichtig, dass wir auf die Ebene kommen, da sind wir wieder hier, dass wir auf die Ebene kommen, ihr Lieben, wo wir empfangen. Wir empfangen auf der Ebene unseres Herrn. Wir empfangen dort an dem Platz, den er für dich vorbereitet hat, um dir das Erbe zu geben. Und das ist nicht nur in der Ewigkeit, sondern hier schon auf dieser Erde.
Drum habe ich mit diesem Wort angefangen vom Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir haben auf dieser Erde die Möglichkeit, an die Schätze des Herrn heranzukommen, an das Erbe. Deine Lösung existiert. Deine Lösung existiert. Komm auf diese Ebene mit einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Und diese Herz-zu-Herz-Beziehung ist nicht, oh, wo Gott, wo bist du denn? Bist du weit weg? Und vielleicht hat die Mir mal dich gesehen oder die Mir, die Raumstation oder was auch immer. Nein, Herz-zu-Herz bekommst du das Erbe, das dir verheißen ist und nicht nur verheißen, das da ist. Wenn du eine Benachrichtigung bekommst, dass du Erbe bist auf dieser Erde, weißt du nicht immer, ob das Erbe noch da ist. Man muss manchmal sehr vorsichtig sein, dass man keine Schulden erbt, wisst ihr? Aber in der Bibel erbst du keine Schulden, sondern du erbst alles. Und das ist das Wunderbare und schöpfe auch heute aus diesem mächtigen Erbe. Wir meinen, wir können bei Gott irgendwas verändern? Nein, ihr Lieben, es ist so, durch Gebet, durch dein Gebet verändert Gott dich. Lass dir das mal auf der Zunge vergehen. Durch dein Gebet verändert Gott dich. Du schraubst nicht bei Gott rum, dass er sagt, oh, die Nervensäge, jetzt gebe ich es ihr halt, weil die dauernd bohrt die so rum oder sagt der Herr Jesus zum Vater, oh, wir haben was vergessen, da gibt es eine Krankheit, da haben wir noch nichts dafür. Nein, es ist alles da. Durch Gebet verändert Gott dich. Und jetzt kommen die ganz tollen Christen, die sagen, ich brauche keine Veränderung, bin perfekt, was brauche ich? Veränderung, die anderen, mein Nachbar muss verändert werden, meine Kinder müssen verändert werden, das muss alles verändert werden. Nein, wenn du betest, verändert dich Gott. Wenn du betest für deine Kinder, dass die sich verändern sollen, verändert dich Gott, dass du siehst, wie Gott deine Kinder sieht. Oh, das willst du vielleicht nicht hören, weil du bist ja perfekt, aber die Kinder? Nein. Gott, wenn wir beten, dann verändert uns Gott, damit wir die Situation sehen, wie sie Gott sieht. Und du meinst, ja, jetzt verändere mich und lass mich, wie ich bin. Nein, sondern er möchte dich verändern. Durch Gebet wird unsere Sicht zu Gott klarer. Oft ändert sich nicht deine Situation, aber dein Herz bekommt eine ganz andere Sicht. Wir möchten oftmals, dass sich unsere Situation verändert. Wollen wir alle. Aber Gott möchte, dass dein Herz sich verändert. Dass sich deine Einstellung zu dieser Sache verändert. Wenn du betest, erfährst du Gottes Gedanken über die Situation. Und das ist nicht immer Der andere, sondern wie siehst du deine Situation? Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Bleib auf Kurs. Deine Umstände bestimmen nicht deine Richtung. Weil wir immer meinen, so wie es gerade um uns ist, das ist die Richtung. Nein, der Schlüssel, den er uns gegeben hat, ist Gebet. Gebet, ihr Lieben, nicht unsere Umgebung ändert sich, sondern wir ändern uns. Und das ist vielleicht was, wo du sagst, so habe ich es noch nie gesehen. Ein Leben, das Gott ehrt, das ist das, was die Welt um dich herum verändert. Wenn du Gott ehrst, dann wird die Welt sehen, wer in dir ist. Er hat dir die Agape Liebe gegeben. Die Liebe, die nicht emotional ist, sondern die Liebe, wo Jesus für uns ans Kreuz ging, in der Agape Liebe, nicht mit den Emotionen, oh, die Welt, die Menschen, die kann ich vergessen.
Das ist emotionale Liebe. Er ging ans Kreuz, weil er den Auftrag erfüllt hat, dich zu retten, dir die Möglichkeit zu geben, die Verbindung mit dem Vater. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Unsere Aufgabe ist es, ihr Lieben, auf die Ebene zu kommen und zuzugreifen. Stimmt's? Ich wundere mich, ich habe da so Leckerbissen hinstellen lassen. Und das ist genau das, wie ich diese Botschaft praktisch überschreiben möchte. Es liegt alles bereit und keiner holt's. Jetzt geht's in manche, soll ich nicht? Ja, da kommt schon, der Erste hat's begriffen. Okay, die anderen, jawohl. Die anderen sind nur brav. Das ganze Erbe ist da und nur manche greifen zu. Manche greifen zu. Jetzt, ja, so langsam wird die Predigt begriffen. Das wird zwar aufgebraucht, aber der Trost, Gottes Erbe ist für jeden im ganzen Umfang da. Stimmt's? Aber das Wichtige ist, was ich dir heute zurufen möchte und was das Thema auch für die ganze Nacht ist, tu was, greife zu und warte nicht, oh Herr, wirf's einfach runter. Und wenn nicht, ist auch gut. Nein, tu etwas. In Josua 1, Vers 3 heißt es, jeden Ort, auf dem eure Füße treten, habe ich euch gegeben. Das heißt, nicht bleib stehen, sondern geh vorwärts. Alles, was du einnimmst, deine Gesundheit, deine Kinder, dass es ihnen gut geht, dass sie zu Jesus zum Glauben finden. Geh vorwärts, nimm Land ein und bete, bis du auf dieser Ebene bist, wo du sagst, die Lösung ist da. Ich blicke in die Augen des lebendigen Gottes. Möchtest du das tun? Für dich liegt alles bereit. Für dich liegt alles bereit. Wir möchten so vieles wegbeten, aber Jesus sagt, ich helfe dir durchzugehen. Wir möchten manches einfach wegbeten und der Herr sagt, ich gehe mit dir auch durch die Wüste. Manche haben durch die Wüste zu gehen mit dem Herrn und manche haben es gleich und ich sage dir, Gott ist richtig gut. Stimmt das? Gott ist richtig gut. Ja. Entscheide dich, auf die Ebene der Lösung zu kommen. Und ich möchte schließen mit Epheser 1, Vers 18 beginnend. Er öffnet euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unendlicher großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben hat. Und ich sage dir, derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist der, der in dir wohnt. Und ich sage dir, unsere Aufgabe ist es, der in dir wohnt, der Heilige Geist, durch dein Wesen, durch dein Leben strahlen zu lassen. Weil das ist die Aufgabe, weshalb du auf dieser Erde bist. Das ist deine Aufgabe. Ich habe von John Wesley gehört, also ich kenne ihn nimmer, er lebt ja schon eine Weile nimmer. Er war ja auch mit in der Erweckung tätig. Und ihn hat man gefragt, warum sind so viele Leute bei dir in deinen Gottesdiensten? Dann hat er gesagt, und ich möchte die Notizen nehmen, dass ich es richtig sage,
Ich liebe es, wenn mein Leben voll des himmlischen Feuers ist und die Leute mögen es, mich brennen zu sehen. Also, sei voll des göttlichen Feuers und die Menschen um dich herum sehen dich brennen. Möchtest du brennen? Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.